Grüß euch miteinander. Ihr seht jetzt auf Radio Gantrisch mal einen Kurzfilm. Das ist eine Ausnahme, aber ich bin im Sternen zu Guggisberg letzte Woche darauf aufmerksam gemacht worden von einem Gaststätte, der Gaststube, wo ich sehe, ich soll doch einmal einen Kurzfilm drehen über die Filme, die man bis jetzt gedreht hat. Das wäre natürlich vom Aufwand her gross und würde auch, auch nicht so gut rauskommen. Darum haben wir gedacht, wir machen doch einfach mal so eine Zusammenfassung, wie ihr jetzt vorne seht. Ihr seht alle Filme natürlich auf gucki.tv und auf gantrisch.tv. TV schaut einfach schauen, frühere Sendungen, dort sind alle Sendungen drauf. Also fangen wir an. Die erste Sendung haben wir gemacht im Februar 2014, also vor mehr als 2 Jahren, mit dem Ueli Gaffner, der leider verstorben ist. Er hat uns einen Einblick gegeben in seine Arbeit als Gemeindeschreiber. Dann sind wir auf Birchen, das ist bei Heid hingere, Richtung Egen, unten, sehr sonnig dort unten, aber auch sehr stotzig. Marlies und Martin Hürst haben uns Auskunft gegeben, wie es so ist als Bergbauer. Dann war der Gemeinderat von Guggisberg vor der Kamera, der Thomas Lichti. Er hat uns erklärt, warum es nötig ist, die Feuerwehr Guggisberg mit der Feuerwehr Rüschek zu fusionieren. In der Zwischenzeit ist das ja passiert und sehr gut gelungen. Ja, ein Highlight war natürlich da im Mai 2014, wo wir mit dem Helikopter vom Baumhaus aus den ganzen Naturpark Gantrisch gefilmt haben. Der Film, der wird da sehr, sehr häufig abgeladen. Ist in Guggisberg zu Gast gsi, eine Delegation von Holubov. Das ist Partnergemeinde von Guggisberg. Der Bürgermeister mit seiner Sekretärin sieht ihr da auf dem Bild im Interview. Nachher ist natürlich der Schafstieg gekommen. Ein Mega-Ereignis für die Gemeinde Guggisberg und für alle Guggisberger. Das Interview auch hier seht ihr mit dem Herr Bracher. Das ist der Polizeichef vom Schafschied. Jetzt seht ihr einen Film, beziehungsweise einfach nur das Bild vom Film, ihr müsst halt den Hurtigen schauen, von der Viehshow in der Hirschmatt. Das Echo weltweit über den Film hat uns selber total überrascht. Tausende von Klicks haben wir gezählt und alle zusammen waren beeindruckt gewesen vom Engagement von diesen Bauern mit ihren Tieren. Dann haben wir eine Gemeinderätin von Guggisberg. Sie tut den Leuten erklären, warum das Schulhaus Schwendi muss erweitert werden. Da sind die Bauarbeiten ja jetzt momentan im Gang oder fahren nächstens gerade an. Nachher kommt Neujahrsansprache von Hans-Peter Schneider, das ist Tradition. Ihr seht ihn in voller Montur euch anschauen. Wir sind nachher weitergegangen. Karate-Club Sense Düdingen. Die trainieren in der Halle, in der Sporthalle zu Reifenmatt. Eindrücklich war, was die Jungen, Modis und Kielen, so bieten. Rund um Karate. Ein lustiger Film wird immer wieder angesprochen. Wir haben Schläuferli-Produktion gefilmt. Auf der Heid bei der Frau Ulrich. Die Schläuferli werden zu Guggisberg an den Stein nachher verkauft. Wow, jetzt sind wir so weit. Seht ihr, Feuerwehr, Rüschek, Guggisberg hat fusioniert. Wir haben mit dem Kommandant einmal so eine Tour d'Horizon gemacht, geschaut, was so passiert, so bei einer Feuerwehr-Einsatz. Nachher waren wir auf der Spur der Beine. Wir sind Beine, Honig,
Imkerfabrik. Habe ich das schön gesehen. Eine Bienenfarm, kann man sagen. Ein Bienenhaus mit Inhalt, mit Hunger schauen. Und das ist schon ganz gut angekommen. Ein einfacher Film, ein schöner Film, ein wunderschöner Film mit fantastischen Tierchen. Ja, dann kommen wir halt weiter. Das ist nachher, da sind wir beim Vreneli ab dem Guckisberg, das Theater filmen. Dann hatten wir einen Gast aus Texas, aus Dallas, der uns dank Gucki TV gefunden hat und uns ist besuchen. Dann haben wir eine Reportage gemacht aus dem Egertenwald. Dort werden nicht nur Tanne umgelassen, Förster haben auch ganz andere Aufgaben. Geht schauen, es lohnt sich. Wer auch natürlich aufmerksam geworden ist, auf uns, war das Schweizer Fernsehen. Eine Redaktionsleiterin von Schweizer Fernsehen ist uns besuchen und hat immerhin gefunden, wir machen das sehr gut. Ja, nachher kommt schon gleich wieder eine Neujahrsansprache vom Schneider Hans-Peter. Zeit vergeht. Nachher der Gemeinderat Andreas Kerli von Schwarzenburg hat uns erklärt, warum es eigentlich praktisch bald kein Bauland mehr gibt. Nachher das Theater, die Schwarzenburg, Blütenträume, sind wir bei den Übungen dabei gewesen mit Kamera und Mikrofon. Wir fahren mit dieser Serie weiter, wir machen bei den nächsten 10 Filmen wieder so eine Zwischenbilanz einbauen. Das Gleiche machen wir nachher auf Radio Gantrisch, tun wir die Sendungen nachher auch vorstellen. Ihr seht alles drauf, wenn ihr gut schaut. Also zum Beispiel, wiederholen noch ein, ist www.gucki.tv. Geht hoch, schauen, unter dem Steg, unter dem Gegensteg ist ein Text, frühere Sendungen. Dort drauf drücken, dass ich die Sendungen alle zusammen drauf. Nachher gehen wir zum Beispiel jetzt hier auf Radio Gantrisch. Und da sieht man nachher da auch wieder ein Archiv, Radio Gantrisch, ein Riesenarchiv mit zahlreichen Sendungen, natürlich ohne Bild, nur Ton, es ist ja das Radio, haben wir aufgenommen. Ja, bleibt uns treu, merci für die Aufmerksamkeit, wir hören uns, adieu miteinander.